Ein erfolgreiches Innovationsmanagement dann, wenn es nicht nur den Innovationsmanager gibt und vielleicht einen CEO oder einen Geschäftsführer, der auch hinter dem Thema steht, sondern wenn es von jedem Mitarbeiter mitgetragen wird und jeder Mitarbeiter sich dazu committen kann, sich identifizieren kann mit dem und auch Ideen einbringt. Dann haben wir erfolgreiches Innovationsmanagement installiert im Unternehmen. Mitarbeiter dürfen Fehler machen, Mitarbeiter sollen wirklich ehrliches Feedback bekommen, sollen immer Feedback bekommen, egal ob die Idee gut ist oder ob sie schlecht ist. Der transparente Umgang, die Wertschätzung mit den Mitarbeitern, das ist das Um und Auf beim Innovationsmanagement und beim Umgang mit Ideen. Ideenmanagement für Produkte heißt wirklich, für neue Produkte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder Produktfunktionen. Und im anderen Fall, im Betrieb im Vorschlagswesen, geht es eigentlich darum, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und auch Lösungsvorschläge zu liefern, wie wir entsprechend diese Verbesserung durchführen können. Wir haben ganz, ganz früh in den Frontend-Prozess des Innovationsmanagements, des Innovationsprozesses ein umfangreiches Scouting laufen, wo wir mit 14 Themen versuchen, 10 Jahre in die Zukunft zu schauen. Wichtig ist einmal Freiraum für die Mitarbeiter zum Denken von neuen Ideen, für neue Konzepte, für neue Anregungen, einmal offen zu sein, um das einmal aufsaugen zu können, um einmal nachdenken zu dürfen im Unternehmen. Und wir stellen einen sehr, sehr großen Methodenkoffer zur Verfügung. Wir haben auch Innovationsräume installiert in unseren Werken in Deutschland und in Österreich, wo wir einfach Freiraum auch geben, wo wir Moderatoren haben, wo wir die einfach unterstützen, in den Bereichen neue Produkte und neue Ideen zu generieren. Also breites Toolset von Kreativitätstechniken, eben die man kennt, Brainwriting, Brainstorming, morphologischer Kasten, dieser klassischen Dinge, bis hin zu Trees, also schon systematischere Innovation, das wirklich systematische Innovieren von Produkten, von konkreten Problemstellungen, wo wir dann wirklich konkrete Konzepte ableiten und bedienen. We are happy to award the Best Innovation Management Award to Liebherr. Come up on stage. Well done. Was uns begeistert ist bei Liebherr Hausgeräte, ist einfach die Struktur des Innovationsmanagements. Die ist sehr, sehr klar, die ist extrem strategisch. Und die Art und Weise, wie das betrieben wird mit den definierten Areas, in denen sich Liebherr entwickeln will, ist es insgesamt ein sehr, sehr stimmiges System, wo wir für das Unternehmen einfach einen wichtigen Zukunftsbeitrag erwarten. Grundsätzlich haben wir wirklich allen Mitarbeitern von ganzem Herzen, die tatkräftig unterstützt mit ihren Ideen, die das System am Leben erhalten, die wirklich immer kontinuierlich auf uns zukommen mit kontroversen Ideen, mit tollen neuen Ideen, mit wirklich quergedachten Ideen und Impulsen und natürlich auch das Top-Management und das mittlere Management, die einfach kontinuierlich unterstützen, dass diese Ideen dann wirklich tatsächlich durchgezogen werden, dass man diese Ideen ernst nimmt und diese Vorschläge. Und deswegen gilt mir Danke an alle Mitarbeiter bei Liebherr, dass die wirklich so kontinuierlich an dieser Ideen, an dem Ideenmanagement und an der Ideenflut bei Liebherr arbeiten.